Ist das die neue Abnehm-Wunderwaffe? Im Netz kommt niemand an diesem Trend vorbei. Abnehmen mit Apfelessig, der Sommerhype. Selbst Stars wie Katy Perry und Victoria Beckham schwören auf die angebliche Geheimwaffe. Doch was steckt hinter dem Trend? Laura macht für uns den Test. Die 23-Jährige ist schon länger unzufrieden mit ihrem Gewicht. Ich würde sagen, meine Schwachstellen sind vor allen Dingen so der Bauch- und Beinbereich. Da fühle ich mich so mit am unwohlsten. Laut einer Studie der Holy Spirit University ist es möglich, 6 bis 8 Kilo in 12 Wochen zu verlieren. Denn der Apfelessig soll den Appetit hemmen. Aktuell wiegt Laura 96 Kilo. Bei einer Körpergröße von 1,77 Meter, Idealgewicht 80 Kilo. Der Münchner Arzt Dr. Holger Seidel begleitet das Experiment und erklärt uns, wie man den Apfelessig zu sich nimmt. Wir haben uns vorgestellt, dass Sie die Menge, die wir aus dieser Studie kennen, das sind 15 Milliliter, ein Esslöffel ungefähr, in der Früh nehmen. Sie können das ein bisschen verdünnen, zum Beispiel auf so ein kleines Glas kaltes Wasser, 0,2, dann kann man es, denke ich, ganz gut trinken. Es kann losgehen. Laura probiert den Apfelessig, verdünnt mit Wasser. Ich würde sagen, let's go. Der Apfelessig, Lauras treuer Begleiter, sogar im Urlaub. Doch Laura muss das Experiment nach 4 Wochen abbrechen. Was sich relativ schnell bemerkbar gemacht hat, ist definitiv das flaue Gefühl im Magen, was ich hatte. Ich würde sagen, fast auch schon so ein bisschen begleitet von einer Übelkeit. Immerhin 1,5 Kilo hat Laura abgenommen. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Wir Mediziner wünschen uns ja eigentlich wirklich nicht viel mehr Abnahme. Also 1,5 Kilo pro Woche für etwas, wo man eine Strategie geändert, ist eigentlich schon richtig gut. Insofern hätte ich vom Ergebnis her nicht kapituliert, sondern gesagt, okay, da tut sich was. Auch wenn es für Laura durch die Nebenwirkungen wie Übelkeit und Sodbrennen die falsche Methode war, hat der Apfelessig seinen Job erfüllt.